Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute einen Real-Life-Script für euren Server. Und zwar, das macht das Wetter, natürlich den Tag- und Nachtzyklus, amerikanische Seite aus. In den nächsten Tagen kommt natürlich auch noch ein deutsches Wettersystem, beziehungsweise Tag-Nacht-Zyklus. Und ja, viel zu kann ich nicht sagen. Das müsst ihr natürlich selber euch dann anpassen, wie ihr es wollt, halt, ob ihr so das Ganze auf amerikanisch haben wollt oder nicht. Und ja, ich würde auch sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Und Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen, dann einmal hier so die ZIP auspacken. So, dann habt ihr hier das Real-Time-Script, ja. Und so, das ziehen wir uns dann einfach in den Resource-Ordner. Einfach reinziehen. Dann kopieren wir uns hier noch den Namen raus. Und gehen dann anschließend dann in die Server-CFG. Und müssen das Ganze jetzt nur noch hier starten. End Search. Dann Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen hier eintragen. Ne? Und dann noch speichern und den Server neu starten. Somit habt ihr jetzt ein amerikanisches Zeitzyklus-Script drauf. Ja. Und ja, so, das war's auch schon wieder. Gut, Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao.